Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Cube Life Island Survival. Ganz kurz, wir haben jetzt wieder 4.52 Uhr, die Kannibalen sind eben abgehauen. Irgendwohin, wohin auch immer. Auf jeden Fall sind wir hier auf der Insel. Ich glaube, das war... F8 müsste das sein, ne? Ja, es ist F8. Hier waren wir letztens und wir haben richtig coolen Stuff gefunden, aber leider ist hier alles von Haien und so besiedelt, das ist richtig scheiße. Aber ich wollte euch was zeigen und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, hui, lol, guckt mal, wir sind in der Luft. Ich habe diesen Select Screen gedrückt, das heißt, ich kann jetzt hier quasi in der Luft, ich schwebe in der Luft und kann dann meine Items auswählen. Ist das nicht cool? Ich glaube schon. Soll uns aber nicht weiter interessieren, wobei, habt ihr es gehört? Nicht? Okay. Oder doch? Komisch. Ach ja. So. Wir wollen jetzt wieder in den Norden. Und zwar richtig krass in den Norden. Ich habe jetzt vor, wieder auf die Heimatinsel zu gehen. Heißt für uns, wir hoffen einfach mal, dass das Boot überlebt. Ich speichere jetzt auch mal. Und hoffe, dass das Boot nicht krass abgebaut wird von den Scheißhaien. Das Ding ist nämlich, ey. Schaut euch mal an, wie krass das Boot noch drauf ist, Alter. 40 Leben und die Haie, die hören ja nicht einfach auf, die machen weiter. Und du musst da einfach 1000 Mal draufschlagen, bis die dich in Ruhe lassen. Das ist halt das Ding. Ich habe auch direkt, ihr müsst wissen, ich habe mich hier ein bisschen offscreen versucht vorzukämpfen, ne? Das Ding ist einfach, ey, diese Haie, ihr müsst selbst mit der Goldspitzhacke so krass auf die draufschlagen und das ist es mir nicht wert. Wisst ihr, was ich cool fände, wenn man die so wegscheuchen kann mit dem Schlagen? Aber die scheust du ja nicht weg. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ja, dann sehen wir uns jetzt im weiteren nördlichen Verlauf wieder. Oder soll ich es besser sagen, auf der Heimatinsel ist besser. Bis zur Heimatinsel. Wir geben da gleich ein bisschen Stuff ab und craften uns da wieder ein bisschen. Also, wir sehen uns bei der Heimatinsel. Bis gleich. So, Leute, da wäre ich jetzt. Und ihr seht, mein Boot ist fast Schrott. Es wird den Weg bis zum Steg nicht mehr aushalten. Das ist relativ schade, weil es kam mal wieder so 15 Haie so. Also jetzt übertrieben, ne? Aber es kamen sehr viele Haie auf mich zu und die haben halt dafür gesorgt, dass das Boot jetzt in jedem Moment kaputt gehen sollte. Finde ich richtig cool. Ist doch ziemlich schnieke, ne? Finde ich auch. Es macht das Spiel einfach ziemlich beschissen, weil du kommst auch so schwer an Boote dran und ja, wie man sieht, das Boot ist jetzt Schrott. Hat ja lange überlebt, hat auch sehr viel gekostet, weißt du, aber einfach diese Kostendeckung, die ist halt einfach nicht drin. Du kannst auch nichts gegen 5 Haie machen, die da um dein Boot schwimmen, das ist richtig scheiße, was willst du denn da machen? Da kannst du eigentlich nur was gegen ausrichten, wenn du Pfeil und Bogen hast. Die dann auch nur noch mit Feuer und so vermischt sind oder Brandpfeile oder sowas. Aber das kann ich halt momentan auch alles gar nicht. So. Ja, und jetzt sind wir halt wieder hier auf der schönen Heimatinsel und was habe ich mir für diesen Part überlegt? Wir gehen mal wieder so ein bisschen nördlich. Ein bisschen nördlicher auf jeden Fall. Vielleicht sogar nordöstlich. Ja, ja. Können wir ja mal machen, aber zuerst mal wollen wir hier in diesem Part wieder ein bisschen Stuff sammeln. Ich meine, wir brauchen Perlen. Klar. Ich hoffe nur, dass die Perlen hier nicht endlich sind, sondern auch mal respawnen würden oder so. Aber so wie das hier aussieht, gibt es sie auch wohl nur einmalig und spawnen nicht wieder. Die Perlen in den Muscheln. Das ist schade drum. Sehr, sehr schade. Hier gibt es echt gar nichts mehr, ne? Ja gut, was machen wir dann in der Zeit? Wie gesagt, wir craften uns jetzt erstmal ein bisschen Stuff. Ne, wir haben ja Silber. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, Leute, wisst ihr das? Schaut mal in den Crafting Guide rein. Wir haben Silber. Wir haben Silber. Moment, erstmal den Ofen beheizen. So. Erstmal das Eisen, oder das, was heißt Eisenerz? So, ich würde jetzt gerne mal reinschauen und, ach toll. Du kannst nicht, wenn du etwas in den Ofen schiebst, parallel dazu noch in den Crafting Guide reinschauen, das geht nicht. Auch relativ scheiße. Warum geht das denn nicht, bitte? Ach, Kinders. So. Wir brauchen einen Ebony Plank, Leute. Unbedingt. Wo auch immer wir den herbekommen, wir brauchen den. Weil wir können uns dann...
Wobei, das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht Silber, das ist Titan, ne? Warte mal. Auch das ist doof, weißt du? Du erkennst halt nicht den Unterschied zwischen Eisen oder den Unterschied zwischen Silber und Titan. Oder ist Silber Titan? Sieht mir schon sehr danach aus, ne? Und wenn es nicht der Fall ist, dann erkennt man es richtig schlecht raus. Das ist doof. Gut, dann halt so. So, jetzt warten wir mal eben ein bisschen schnell. Schön. Ach ja, und sonst, Leute, ist alles gut bei euch, ja? Alles gut bei euch, ja. Ich habe übrigens jetzt voll die Idee, und zwar, ich habe vor mir eine farblich gemachte Local Map zu machen. Und zwar braucht man dafür verschiedene Farbeimer oder Farbmöglichkeiten. Und die werde ich euch gleich mal zeigen, nachdem ich das hier gecraftet habe mit den mit dem Silber. Ein Moment. Es kann sich nur um Stunden handeln, Leute. So, ist das relativ cool. Dann sieht man nämlich, wo Wasser ist, wo Land ist, wo sonst noch irgendwas ist, wo Gebirge ist. Und das vereinfacht uns die Lage und so nochmal relativ gut. Wir können uns auch noch einen Kompass bauen. Das können wir auch noch machen. Wenn wir schon mal dabei sind, hier gerade so ein bisschen zu craften. Das können wir gerne tun. Ich bin gerade auch übrigens wieder 22 Minuten in der Aufnahme. Wisst ihr warum? Weil ich einfach tausendmal versucht habe. Was? Meine ganze Kohle ist weg? Weshalb? Gut, dann scheint das Ganze auch ein ziemlicher Kohlefresser zu sein, oder? Habe ich da noch Kohle? Nö, alle Kohle ist weg. Okay, cool. Schade, ja. Pff, was soll ich machen, ne? Gucken wir erstmal in den Crafting Guide rein. Was wir uns noch so alles craften können. Also, ihr seht Blue Color. Ich müsste von diesen Pflanzen auch welche da haben. Ja, seht ihr. Seht mal. Craften wir uns jetzt mal ein bisschen Farbe. So. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, was wir uns noch so machen können. Yellow Collar. Habe ich 4 Eier? Müsste ich eigentlich. Ich habe 8 Eier. 8 habe ich. Ja, hör mal. Dann ist ja alles gut. Ich packe, glaube ich, mal den Erdenblock weg, weil den brauche ich ja auch nicht. Södele. Ich könnte mir aber wieder Lederausrüstung machen. Wie sieht's aus? Ja, mache ich auch einfach mal dann. So, habe ich schon mal einen Lederhelm. Das reicht eigentlich schon mal. Um mich ein bisschen mehr zu schützen. Passt, Alter. Rüstungswert von 17. Gar nicht mal so ein schlecht hier. So, was brauchen wir noch? Mal looken. Green Color. Das Ding ist dann einfach nur, wir haben davon nur 3 Stück. Das ist nicht so geil. Wir haben auch wahrscheinlich von der roten Farbe nur 3 Stück, oder? Oder haben wir genug Limeberries? Ne, wir haben gar keine Limeberries. Okay, dann müssen wir uns auf die Suche machen nach solchem Stuff. Ganz einfach. So, die Seile können wir auch wegstecken. Brauchen wir auch nicht. Den Fisch brauchen wir auch nicht. Der Butterfisch. Oh, lecker, ey, Butterfisch. Hört sich so lecker an, nach Butter. Mm. Gut, die Erze packen wir auch mal weg. Scheiße, wir brauchen neue Kiste, oder? Oh, fuck, Alter. Habe ich denn noch Holz da? Ja, sicher habe ich Holz da, oder? Doch, da. Okay. Ja, wie gesagt, vorher packe ich erstmal die Erze hier rein. Und dann mache ich mir eine neue Truhe, yay! So, sehr schön. Dann packen wir die auch mal dahin. Sieht zwar hässlich aus, aber ey, was willst du machen? Na, so ist das Leben halt. Und da packe ich dann alle möglichen Stuff rein. Also von Eisen bis hin zu irgendwelchem Stuff. Hauptsache, da passt irgendwas rein. Das ist mir dann egal. So. Okay. Ja gut, dass wir jetzt kein Boot mehr haben, ist scheiße, aber was willst du machen? Und das Problem ist dann einfach halt,
Was soll ich machen, Leute? Wir müssen dann halt wieder schwimmen. Ganz normal wie üblich auch, wie die Pilgerväter. Schwimmen. Hurra! So, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Stuff im Inventar. Ist cool. Von daher gesehen würde ich auch sagen, können wir jetzt eigentlich auch wieder weitergehen, oder? Wollte ich noch irgendwas anderes machen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Deswegen save ich jetzt erstmal ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Gut. Ich würde aber sagen, ich nehme noch ein Crafting-Table mit, ne? Oder ich mache mir wieder ein paar neue Spitzhacken. Ja, wäre besser. Hab ich denn hier irgendwo noch Holzsticks? Doch, da. Ich wollte schon sagen, hä, da waren noch mal welche. Bin ich irgendwie behindert oder so? Wobei, ich brauche erstmal noch Steine. Richtig. Denk doch mal nach, du Idiot. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass ich jetzt erstmal noch auf Steinäxte baue. Anstatt auf anderen Stuff. Weil es ist für mich einfach das Trivialste, was man hier sich craften kann, ganz ehrlich. So, vielleicht noch eine normale Axt. Obwohl, wir haben eine Menge Äxte, weißt du, da brauchen wir jetzt auch nicht nochmal neue Äxte zu machen. Das ist unnötig. So. Dann würde ich sagen, packen wir nochmal eine normale Steinaxt dahin. Wobei, wir brauchen Steinspitzhacke. Ich verwechsel das immer noch, es tut mir leid. Ihr müsst mich mal schlagen, dann merke ich mir das auch. Gut. Steine packen wir da rein. Sticks auch. Ja gut, dann kann das frohe Schaffen ja eigentlich weitergehen. Los geht's. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Ah, und es ist gleich wieder Abend, ne? Freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Geil. Super. Okay. Aber wisst ihr, was wir trotzdem machen? So richtig taktisch. Wir machen folgendermaßen. Und zwar, wir wollen ja in den Nordosten gehen. Also Norden und Osten. Norden, Osten, ja, Nordosten. So, weil ich da auch wieder eine Area habe, die ich noch nicht besucht habe, ne? Und die erkunden wir jetzt. Was heißt jetzt? Wir werden da hingehen und dann mache ich, glaube ich, im nächsten Part weiter. Obwohl, ah, dann ist der Part hier so kurz. Ja. Aber ich denke sowieso, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt wieder Cube Life täglich kommen sollte. Was heißt wieder? Das würde zum ersten Mal täglich kommen und ja, ich denke, das kann man sich dann gönnen. Denn Pokémon ist ja bald beendet und ich glaube, jetzt müsste auch der Zeitpunkt sein, wo Cube Life täglich kommt. Ja. Wo gehe ich überhaupt hin? Ich bin doch eben in Richtung Norden gegangen. Bin ich irgendwie behindert oder so? Meine Fresse, Junge. Komm mal klar. Das Gute ist, ich war in diesem Gebiet noch fast gar nicht. Das heißt, diese Muscheln hier könnten auch gut was droppen. Schauen wir mal. Scheiße, ich hätte mir was zu trinken anpacken sollen. Natürlich komme ich da erst jetzt drauf. Ich Idiot. Ach komm, gib mir doch bitte Perlen, Mann. Ich brauche doch Perlen. Ich muss tauschen. Zur Not machen wir das auch so. Wir gehen zur freundlichsten Ureinwohnerinsel ever und klauen da einfach wieder so ein normales Tretboot. Oder was heißt Tretboot? Das ist halt so ein Paddel. Ein Paddelboot. Ganz ehrlich? Ich meine, wir gehen da sowieso nicht mehr hin. Das Einzige, was wir da machen, ist tauschen. Und wenn wir was tauschen, dann ist es ein Boot. Wenn wir überhaupt noch die Kohle dafür haben. Besser gesagt die Perlen. Und die haben wir ja bekanntlich nicht, wie wir wissen, ne? Ich würde aber trotzdem sagen, bevor wir jetzt aufbrechen, ich hoffe, da hinten ist eine Insel. Müsste aber eigentlich, so wie das da ansteigt. Ja, das ist eine Insel, oder? Gut, dann tanke ich vorher noch mal ein bisschen Getränke. Dann geht's weiter. Es müsste dann bis da auch wieder Abend sein. Das heißt, die ganzen scheiß verfickten Kannibalen werden auch wieder kommen. Kann ich hier schon essen? Kann ich. Okay, chillig, Alter. Gut. Dann bin ich gerüstet. Dann können wir ja jetzt langsam in den Nordosten gehen. Ich hoffe, dass die Kannibalen mich jetzt hier nicht behindern. Aber als ob. Die werden. Wo gehe ich denn wieder hin? Ey, ich habe einfach keine Orientierung, wenn ich die Karte aufmache, ne? Das ist echt nicht normal. So, wo spawnen jetzt die Kannibalen? Oh fuck, die spawnen da hinten, alles klar. Gut, weiß ich Bescheid. Oh fuck, und da unten. Scheiße. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, da sind auch noch welche. Weg hier! So gut, ich stelle mich dann jetzt richtig zentral. In beide Ecken. Gehe erstmal in den Norden und dann in den Osten. Und dann sehen wir uns dann im Nordosten wieder. Also, bis gleich.
Aber erstmal speichern. Ganz wichtig. Ich bin noch nicht behindert. Es ist mir nämlich heute auch wieder in dieser Aufnahme zweimal die Wii U abgestürzt. Wegen Cube Life. Krass, ne? So. Man sieht sich dann im Nordosten. Aber vorher, Leute. Ich habe nochmal einen Abstecher im Osten gemacht. Also wir sind jetzt quasi direkt auf dem Weg nach Norden. Aber ich habe hier noch eine Insel, die ich anscheinend noch gar nicht erkundet habe. Und die möchte jetzt erkundet werden, meine Freunde und Kinderchens. So ganz einfach. Ich frage mich halt einfach nur, ob ich schon mal hier war. Ich war augenscheinlich schon mal hier, weil die Map ist ja so an sich schon mal so vorgefertigt, dass ich da war. Ihr seht es ja gerade, ne? Nur, keine Ahnung, auf diesem Abteil der Insel war ich noch gar nicht. Das heißt, es könnte hier eigentlich noch irgendwo Stuff sein. Zum Beispiel Kokosnüsse. Das ist wichtig, Freunde. Das ist ganz wichtig. Ich frage mich halt wirklich, wo sind die Kannibalen? Spawnen hier keine oder wie sieht's aus? Oder kommen die von ganz hinten auf der anderen Seite der Map? Oder der Insel? Weil ich sehe keine. Ihr seht's ja auch gerade, ne? Hier ist nichts. So, hätten wir wieder ein paar Kokosnüsse. Können uns auch noch ein paar mehr einpacken, ne? Ist ja kein Problem. Wächst ja sowieso nicht nach, die Scheiße. Ich frage mich, ne? Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass Bäume nachwachsen. So sicher bin ich mir aber gar nicht, weil bei unserer Heimatinsel wachsen ja auch keine Bäume nach. Oder? Oder bin ich einfach nur behindert? Ich glaube, ich sehe sie. Ich höre sie, ich höre sie. Höre ich sie? Ich meine, ich habe sie eben gehört. Sie kommen. Sie kommen! Shit! Shit! Fuck! Gut, dann nutzen wir das hier aus. Und fahren ein paar Kokosnüsse weiter. Ja, würde ich sagen. Ja. Ja. Stelle ich mal hier hin. Dann stelle ich mich mal hier hin, meine lieben Freunde und Kinderchens. Und dann werden fleißig Kokosnüsse gesammelt. Aber ich war auf dem Abteil der Insel noch gar nicht. Kann das sein? Oh, ich würde das hier echt noch gerne ein bisschen weiter erkunden. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir auch. Aber erst im nächsten Part. Wir sehen uns dann um ungefähr kurz vor 5 wieder, wenn die ganzen Kannibalen sich verpisst haben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Scheiße. Scheiße. Fuck. Okay, neuer Plan. Erstmal auf den Baum klettern und, ja. Bis morgen auf jeden Fall. Ciao. Hey, meine lieben Freunde und Kinderchens. Was geht? Willkommen zurück zu Cube Life Island Survival. Ganz kurz, wir haben jetzt wieder 4.52 Uhr, die Kannibalen sind eben abgehauen. Irgendwohin, wohin auch immer. Auf jeden Fall sind wir hier auf der Insel. Ich glaube, das war F8 müsste das sein, ne? Ja, es ist F8. Hier waren wir letztens und wir haben richtig coolen Stuff gefunden. Aber leider ist hier alles von Haien und so besiedelt. Das ist richtig scheiße. Aber ich wollte euch was zeigen und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, hui! Lol, guckt mal. Wir sind in der Luft. Ich habe diesen Select-Screen gedrückt. Das heißt, ich kann jetzt hier quasi in der Luft. Ich schwebe in der Luft und kann dann meine Items auswählen. Ist das nicht cool? Ich glaube schon. Soll uns aber nicht weiter interessieren. Wobei, habt ihr es gehört? Nicht? Okay. Oder doch? Hm, komisch. Ach ja. So. Wir wollen jetzt wieder in den Norden, und zwar richtig krass in den Norden. Ich habe jetzt vor, wieder auf die Heimatinsel zu gehen. Heißt für uns, wir hoffen einfach mal, dass das Boot überlebt. Ich speichere jetzt auch mal. Und hoffe, dass das Boot nicht krass abgebaut wird von den Scheißhaien. Das Ding ist nämlich, ey, schaut euch mal an, wie krass das Boot noch drauf ist, Alter. 40 Leben und die Haie, die hören ja nicht einfach auf, die machen weiter. Und, du musst da einfach tausendmal draufschlagen, bis die dich in Ruhe lassen. Das ist halt das Ding. Ich habe auch direkt, ihr müsst wissen, ich habe mich hier ein bisschen offscreen versucht vorzukämpfen, ne? Das Ding ist einfach, ey, diese Haie, ihr müsst selbst mit der Goldspitzhacke so krass auf die draufschlagen und das ist es mir nicht wert. Wisst ihr, was ich cool fände, wenn man die so wegscheuchen kann mit dem Schlagen? Aber die scheust du ja nicht weg. Das ist halt so ein bisschen das Problem und, ja, dann sehen wir uns jetzt im weiteren nördlichen Verlauf wieder. Oder soll ich besser sagen, auf der Heimatinsel ist besser. Bis zur Heimatinsel. Wir geben da gleich ein bisschen Stuff ab und craften uns da wieder ein bisschen. Also, wir sehen uns bei der Heimatinsel. Bis gleich. So, Leute, da wäre ich jetzt. Und ihr seht, mein Boot ist fast Schrott. Es wird den
Weg bis zum Steg nicht mehr aushalten. Das ist relativ schade, weil es kam mal wieder so 15 Haie so. Also jetzt übertrieben, ne? Aber es kamen sehr viele Haie auf mich zu und die haben halt dafür gesorgt, dass das Boot jetzt in jedem Moment kaputt gehen sollte. Finde ich richtig cool. Ist doch ziemlich schnieke, ne? Finde ich auch. Es macht das Spiel einfach ziemlich beschissen, weil du kommst auch so schwer an Boote dran und ja, wie man sieht, das Boot ist jetzt Schrott. Hat ja lange überlebt, hat auch sehr viel gekostet, weißt du, aber einfach diese Kostendeckung, die ist halt einfach nicht drin. Du kannst auch nichts gegen 5 Haie machen, die da um dein Boot schwimmen. Das ist richtig scheiße. Was willst du denn da machen? Da kannst du eigentlich... Braucht man dafür verschiedene Farbeimer oder Farbmöglichkeiten. Und die werde ich euch gleich mal zeigen, nachdem ich das hier gecraftet habe mit den, mit dem Silber. Ein Moment. Es kann sich nur um Stunden handeln, Leute. So, ist das relativ cool. Dann sieht man nämlich, wo Wasser ist, wo Land ist, wo sonst noch irgendwas ist, wo Gebirge ist. Und das vereinfacht uns die Lage und so nochmal relativ gut. Wir können uns auch noch einen Kompass bauen, das können wir auch noch machen. Wenn wir schon mal dabei sind, hier gerade so ein bisschen zu craften. Das können wir gerne tun. Ich bin gerade auch übrigens wieder 22 Minuten in der Aufnahme. Wisst ihr warum? Weil ich einfach tausendmal versucht habe. Was? Meine ganze Kohle ist weg? Weshalb? Gut, dann scheint das Ganze noch ein ziemlicher Kohlefresser zu sein, oder? Habe ich da noch Kohle? Nö, alle Kohle ist weg. Okay, cool. Schade, ja. Pff, was soll ich machen, ne? Gucken wir erstmal in den Crafting Guide rein. Was wir uns noch so alles craften können. Also, ihr seht Blue Color. Ich müsste von diesen Pflanzen auch welche da haben. Ja, seht ihr. Seht mal. Craften wir uns jetzt mal ein bisschen Farbe. So. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, was wir uns noch so machen können. Yellow Collar. Habe ich 4 Eier? Müsste ich eigentlich. Ich habe 8 Eier. 8 habe ich. Ja, hör mal. Dann ist ja alles gut. Ich packe, glaube ich, mal den Erdenblock weg, weil den brauche ich ja auch nicht. Södele. Ich könnte mir aber wieder Lederausrüstung machen. Wie sieht's aus? Ja, mache ich auch einfach mal dann. So, habe ich schon meinen Lederhelm. Das reicht eigentlich schon mal. Um mich ein bisschen mehr zu schützen. Passt, Alter. Rüstungswert von 17. Gar nicht mal so schlecht hier. So, was brauchen wir noch? Mal looken. Green Color. Das Ding ist dann einfach nur... Wir haben davon nur 3 Stück. Das ist nicht so geil. Wir haben auch wahrscheinlich von der roten Farbe nur 3 Stück, oder? Oder haben wir genug Limeberries? Ne, wir haben gar keine Limeberries. Okay, dann müssen wir uns auf die Suche machen nach solchem Stuff. Ganz einfach. So, die Seile können wir auch wegstecken. Brauchen wir auch nicht. Den Fisch brauchen wir auch nicht. Der Butterfisch. Oh, lecker, ey, Butterfisch. Hört sich so lecker an, nach Butter. Mmh. Oh, und es ist gleich wieder Abend, ne? Da freue ich mich ja jetzt schon wieder drauf. Geil. Super. Okay. Aber wisst ihr, was wir trotzdem machen? So richtig taktisch. Wir machen folgendermaßen. Und zwar, wir wollen ja in den Nordosten gehen. Also Norden und Osten. Norden, Osten, ja, Nordosten. So, weil ich da auch wieder eine Area habe, die ich noch nicht besucht habe, ne? Und die erkunden wir jetzt. Was heißt jetzt? Wir werden da hingehen und dann mache ich, glaube ich, im nächsten Part weiter. Obwohl, ah, dann ist der Part hier so kurz. Ja. Aber ich denke sowieso, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt wieder Cube Life täglich kommen sollte. Was heißt wieder? Das würde zum ersten Mal täglich kommen. Und ja, ich denke, das kann man sich dann gönnen. Denn Pokémon ist ja bald beendet und ich glaube, jetzt müsste auch der Zeitpunkt sein, wo Cube Life täglich kommt. Ja. Wo gehe ich überhaupt hin? Ich bin doch eben in Richtung Norden gegangen. Bin ich irgendwie behindert oder so? Meine Fresse, Junge. Komm mal klar. Das Gute ist, ich war in diesem Gebiet noch fast gar nicht. Das heißt, diese Muscheln hier könnten auch gut was droppen. Schauen wir mal. Scheiße, ich hätte mir was zu trinken anpacken sollen.
Natürlich komme ich da erst jetzt drauf. Ich Idiot. Komm, gib mir doch bitte Perlen, Mann. Ich brauche doch Perlen. Ich muss tauschen. Zur Not machen wir das auch so. Wir gehen zur freundlichsten Ureinwohnerinsel ever und klauen da einfach wieder so ein normales Tretboot. Oder was heißt Tretboot? Das ist halt so ein Paddel. Ein Paddelboot. Ganz ehrlich? Ich meine, wir gehen da sowieso nicht mehr hin. Das Einzige, was wir da machen, ist tauschen. Und wenn wir was tauschen, dann ist es ein Boot, wenn wir überhaupt noch die Kohle dafür haben. Besser gesagt, die Perlen. Und die haben wir ja bekanntlich nicht, wie wir wissen, ne? Ich würde aber trotzdem sagen, bevor wir jetzt aufbrechen, ich hoffe, da hinten ist eine Insel. Müsste aber eigentlich, so wie das da ansteigt. Ja, das ist eine Insel, oder? Gut, dann tanke ich vorher noch mal ein bisschen Getränke. Dann geht's weiter. Es müsste dann bis da auch wieder Abend sein. Das heißt, die ganzen scheiß verfickten Kannibalen werden auch wieder kommen. So, kann ich hier schon essen? Kann ich. Okay, chillig, Alter. Gut, dann bin ich gerüstet, dann können wir ja jetzt langsam in den Nordosten gehen. Ich hoffe, dass die Kannibalen mich jetzt hier nicht behindern. Aber als ob, die werden, wo gehe ich denn wieder hin? Ey, ich habe einfach keine Orientierung, wenn ich die Karte aufmache, ne? Das ist echt nicht normal. So, wo spawnen jetzt die Kannibalen? Oh fuck, die spawnen da hinten, alles klar. Gut, weiß ich Bescheid. Oh fuck, und da unten, scheiße. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, da sind auch noch welche. Weg hier! So gut, ich stelle mich dann jetzt richtig zentral. Gut, die Erze packen wir auch mal weg. Scheiße, wir brauchen neue Kiste, oder? Oh, fuck, Alter. Habe ich denn noch Holz da? Ja, sicher habe ich Holz da, oder? Doch, da. Okay. Ja, wie gesagt, vorher packe ich erstmal die Erze hier rein. Und dann mache ich mir eine neue Truhe. Yay! So. Sehr schön. Dann packen wir die auch mal dahin. Sieht zwar hässlich aus, aber ey, was willst du machen? Na, so ist das Leben halt. Und da packe ich dann alle möglichen Stuff rein. Also von Eisen bis hin zu irgendwelchem Stuff. Hauptsache, da passt irgendwas rein. Das ist mir dann egal. So. Okay. Ja gut, dass wir jetzt kein Boot mehr haben, ist scheiße, aber was willst du machen? Und das Problem ist dann einfach halt, ja, was soll ich machen, Leute? Wir müssen dann halt wieder schwimmen. Ganz normal wie üblich auch, wie die Pilgerväter, schwimmen. Hurra! So, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Stuff im Inventar, ist cool. Von daher gesehen würde ich auch sagen, können wir jetzt eigentlich auch wieder weitergehen, oder? Wollte ich noch irgendwas anderes machen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Deswegen save ich jetzt erstmal ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Gut. Ich würde aber sagen, ich nehme noch ein Crafting-Table mit, ne? Oder ich mache mir wieder ein paar neue Spitzhacken. Ja, wäre besser. Habe ich denn hier irgendwo noch Holzsticks? Doch, da. Ich wollte schon sagen, hä, da waren noch mal welche. Bin ich irgendwie behindert oder so? Wobei, ich brauche erstmal noch Steine. Richtig. Denk doch mal nach, du Idiot. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass ich jetzt erstmal noch auf Steinäxte baue. Anstatt auf anderen Stuff. Weil es ist für mich einfach das Trivialste, was man hier sich craften kann, ganz ehrlich. So, vielleicht noch eine normale Axt. Obwohl, wir haben eine Menge Äxte, weißt du, da brauchen wir jetzt auch nicht nochmal neue Äxte zu machen, das ist unnötig. So. Dann würde ich sagen, packe ich mir nochmal eine normale Steinaxt dahin, wobei wir brauchen Steinspitzhacke. Ich verwechsel das immer noch, es tut mir leid. Ihr müsst mich mal schlagen, dann merke ich mir das auch. Gut. Steine packen wir da rein, Sticks auch. Ja gut, dann kann das Frohe Schaffen ja eigentlich weitergehen. Los geht's, wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Ich nur was gegen ausrichten, wenn du Pfeile und Bogen hast. Die dann auch nur noch mit Feuer und so vermischt sind. Oder Brandpfeile oder sowas. Aber das kann ich halt momentan auch alles gar nicht. So. Ja, und jetzt sind wir halt wieder hier auf der schönen Heimatinsel. Und was habe ich mir für diesen Part überlegt?
Wir gehen mal wieder so ein bisschen nördlich. Ein bisschen nördlicher auf jeden Fall. Vielleicht sogar nordöstlich. Ja, ja. Können wir mal machen, aber zuerst mal wollen wir hier in diesem Part wieder ein bisschen Stuff sammeln. Ich meine, wir brauchen Perlen. Klar. Ich hoffe nur, dass die Perlen hier nicht endlich sind, sondern auch mal respawnen würden oder so. Aber so wie das hier aussieht, gibt es sie auch wohl nur einmalig und spawnen nicht wieder. Die Perlen in den Muscheln. Das ist schade drum. Sehr, sehr schade. Hier gibt es echt gar nichts mehr, ne? Ja gut, was machen wir dann in der Zeit? Wie gesagt, wir craften uns jetzt erstmal ein bisschen Stuff. Ne? Wir haben ja Silber. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, Leute, wisst ihr das? Schaut mal in den Crafting Guide rein. Wir haben Silber. Wir haben Silber. Moment, erstmal den Ofen beheizen. So. Erstmal das Eisen, oder das... Was heißt Eisenerz? So, ich würde jetzt gerne mal reinschauen und... Ach, toll. Du kannst nicht, wenn du etwas in den Ofen schiebst, parallel dazu noch in den Crafting Guide reinschauen. Das geht nicht. Auch relativ scheiße. Warum geht das denn nicht, bitte? Ach, Kinders. So. Wir brauchen einen Ebony Plank, Leute. Unbedingt. Wo auch immer wir den herbekommen, wir brauchen den. Weil wir können uns dann... Wobei, das ist ja gar nicht... Das ist ja gar nicht Silber. Das ist Titan, ne? Warte mal. Auch das ist doof, weißt du? Du erkennst halt nicht den Unterschied zwischen Eisen oder den Unterschied zwischen Silber und Titan. Oder ist Silber Titan? Sieht mir schon sehr danach aus, ne? Und wenn es nicht der Fall ist, dann erkennt man es richtig schlecht raus. Das ist doof. Gut, dann halt so. So, jetzt warten wir mal eben ein bisschen schnell. Schön. Ach ja, und sonst, Leute, ist alles gut bei euch, ja? Alles gut bei euch? Ja. Ich habe übrigens jetzt voll die Idee, und zwar, ich habe vor mir eine farblich gemachte Local Map zu machen. Und zwar